Aber wir schauen uns zu Beginn erst einmal das Abendspiel an, Adi Hütter. Schalke gegen Nürnberg. Das sind zwei Vereine mit einer sehr, sehr großen Tradition. Schauen Sie mal hier. Nürnberg in den 20er Jahren allein mit 5 Meistertiteln. Schalke in den 30er Jahren mit 4 Titeln. Und heute spielt der 14. gegen den 15. Es geht also richtig um was. Und dennoch macht die viel zitierte Fanfreundschaft keine Pause. Bela Reti. Das Nürnberger Logo in der Schalker Nordkurve. Sie sind Freunde, sie sind Nachbarn in der Tabelle. Schalke und Nürnberg verbindet eine jahrzehntelange Zuneigung. Dass sich aber der deutsche Vizemeister punktgleich mit dem Club auf Platz 14 befindet, ist dann doch zu viel der Nähe. Domenico Tedesco ist der Trainer der Mannschaft mit dem schwächsten Angriff. Jetzt fallen auch noch Ott und Embolo verletzt aus. 6. Minute, Freistoß Schalke, Caligiuri und Burgstaller. Christian Matinha im Nürnberger Tor mit einer guten Parade bekommt als erster etwas zu tun. Burgstaller und Steven Skripski bilden den Angriff von Schalke 04 nach dem Ausfall von Ott und Embolo. Trotz der großen Gastfreundschaft lassen die Schalker die Besucher aus dem Frankenland ein bisschen verhungern. Die nächste Gelegenheit, die hat Arit und Matinha ist wieder da. Sollte Nürnberg sich vorgenommen haben, das Spiel hier aktiv mitzugestalten, dann sieht man das noch nicht. Eke Otschipka, sein erster Saisoneinsatz nach einer Leisten-OP. Burgstaller ist bereit und Matinha auch. Christian Matinha gerät immer häufiger ins Zentrum der Geschehnisse. Domenico Tedesco steht ja schon unter Druck, auch wenn eine Trainerdiskussion auf Schalke bislang ausgeblieben ist. Seine Mannschaft macht weitestgehend einen guten Eindruck, ist ball- und passsicher, aber dann diese Fehler. Otschipka will zu Stamboli spielen. Ishak geht dazwischen. Michael Ishak, der wegen einer Knieverletzung die letzten 4 Partien verpasst hat. Gutes Spiel zweier Mannschaften, die bislang in der Saison nicht durch hohe Attraktivität aufgefallen waren. Schalke am Drücker. Nürnberg sehr konzentriert mit dem Plan, sofort umzuschalten. Caligiuri überlässt den Ball dem Nürnberger Simon Rein. Und jetzt zeigen sich trotz Überlegenheit die Defizite des letztjährigen Zweiten. Rudi kann nicht eingreifen, Überzahlsituation, Kubo, der Japaner. Sané kann auch nicht klären, Behrens. Vorbei. 25. Minute, die große Gelegenheit für die schwächste Auswärtself der Saison. Behrens muss dieses Tor eigentlich machen. Eine Minute später. Caligiuri spielt den Ball hinter die Abwehr. Matinha springt vorbei, das Tor ist leer. Steven Skripski, 26. Minute, 1:0. Erster Startelf-Einsatz des Neuzugangs von Union Berlin. Aber das war natürlich ein böser Torwartfehler des bis dahin so starken Matinha. Er muss den Ball nur wegschlagen. Matinha, dem das 0:0 bisher zu verdanken ist, verursacht das 0:1. Steven Skripski in seinem 2. Bundesligaspiel. Domenico Tedesco bleibt dennoch angespannt in diesem für Schalke so wichtigen Spiel. Für Michael Köllner nicht minder. Schalke blieb in 11 Spielen 6-mal torlos. Das ist diesmal schon mal anders. Und jetzt wollen sie mehr. Burgstaller. Immer wieder auf die Flügel ausweichen, sehr filigran, Burgstaller. Und da kommt der Ball irgendwie zu Arit. 32. Minute, steht 2:0. Und Domenico Tedesco scheint zu denken, heute könnte was gehen. Endlich. Flanke von Burgstaller, da will Skripski hin mit dem Kopf, aber der prallt der Ball von Markreiter weiter zu Arit. Eine unglückliche Situation wieder. Pech für den Verteidiger, der den Ball abwehren möchte. Und dann Arit mit dem 2. Schalker Treffer an diesem Abend. Das letzte Bundesligaspiel von Nürnberg auf Schalke war 2014. Da ist man hier am letzten Spieltag der Saison abgestiegen. Jetzt nach 4 Jahren wieder zurück mit dem Versuch, diesen Rückstand aufzuholen. Behrens
Bauer, Ishak, Fährmann dazwischen und Palacios. 6 Minuten nach dem 2:0 steht es nur noch 2:1. Hervorragend herausgespielt, dieses Tor des 1. FC Nürnberg über 3 Stationen, abseits war es auch nicht. Über Bauer, über Ishak, wieder Zwischenstation Fährmann und Federico Palacios. Diese junge Mannschaft von Michael Köllner ist trotz diverser Packungen auswärts mutig und kreativ unterwegs. Eine richtig starke Bundesliga-Partie. Und von Michael Köllners Elf weiß man, dass sie nie aufgibt. Auch in Krisensituationen nicht. Achtung, Abschlag von Matenia und dann verletzt er sich. Christian Matenia noch in der ersten Halbzeit, bleibt er auf dem Boden liegen. Muss ausgewechselt werden, es kommt Fabian Bredlo. Zu Saisonbeginn die Nummer 1, dann wurde er durch Matenia ersetzt. Bredlo, der in den ersten 7 Spielen 16 zum Teil verschuldete Gegentore kassiert hat, musste auf die Bank. Jetzt ist er wieder zurück. Vorläufige Diagnose bei Matenia, eine Meniskusverletzung. Es sind noch 2 Minuten bis zur Pause. Den letzten Akzent in einer unterhaltsamen ersten Hälfte setzt der Club, der in den letzten 10 Minuten sehr gut im Spiel ist. Tim Leibold, der linke Verteidiger. 2:1 für Schalke nach 45 Minuten. Nicht nur gemessen an den gelegentlich trostlosen Auftritten beider Teams in dieser Saison, eine starke erste Hälfte. 2 Tore nach 45 Minuten gelang Schalke noch nie in dieser Spielzeit. Nürnbergs Tatendrang wurde durch den Pausenpfiff unterbrochen. Jetzt kommt wieder der Champions-League-Teilnehmer, der dort im Übrigen noch ungeschlagen ist. Caligiuri gegen Leibold. Skripski! Steven Skripski, eine echte Alternative, auch für zukünftige Startelf-Einsätze. In der letzten Saison 14 Tore für Union in der zweiten Liga. Schalke spürt, dass dieser knappe Vorsprung vielleicht nicht reicht gegen überzeugende Nürnberger. Sie drängen auf das 3:1. Bentaleb offensiv mit starken Aktionen an seinem 24. Geburtstag. Bentaleb, immer noch Bentaleb. Slalom zur Wintersportsaisonbeginn. Und Burgstaller. Kuriose Szene. Auch das Ende verdient zumindest einen kleinen Comedypreis. Schalke jetzt mit einer Doppel-6. Bentaleb und Rudi. Was diesmal auffällt, ist die gute Balance, die gute Gesamtstruktur bei den Schalkern. Dazu trägt auch Rudi bei. Hier Rudi, ein schöner Pass zu Arit. Arit zu Burgstaller, so geht Fußball. Aber die Chance wird nicht verwertet. 56. Minute, Burgstaller, dessen Einsatz nach einer Leistenverletzung auch fraglich war. Tedesco hat die Personalprobleme gut kompensiert, aber die Führung ist sehr, sehr knapp. Kommt noch was vom Club. Sie arbeiten viel, sie kämpfen, haben eine gute Moral und dann schwächen sie sich selbst. Bauer, der in der 30. Sekunde schon verwarnt wurde wegen eines taktischen Fouls, bekommt jetzt gelb-rot. In der 67. Minute, Guido Winkmann, bleibt keine andere Wahl. Von der 67. an ist der Club nur noch zu 10. Caligiuri, einer der aktivsten. Arit. Der 1. FC Nürnberg wirkt nach dem Platzverweis etwas konsterniert. Oczipka. Bentaleb. Starke Kombination. Und dann zieht Caligiuri ab. Es sollte ein Torschuss werden. Und er war vorbeigegangen, wenn Burgstaller nicht dazwischen geht. Der ehemalige Nürnberger jubelt sehr defensiv. 70. Minute, 3:1 für Schalke. Vor diesem Spiel hatte Schalke 04 in der gesamten Saison 8 Tore erzielt. Jetzt gleich 3 in einem Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Es sind noch 20 Minuten zu spielen. Es riecht nach Entscheidung. Kommt Nürnberg noch zurück mit 10 Mann? Alle Trümpfe bei den Schalken, dann dieser starke Pass von Lukas Mühl zu Behrens gegen Fährmann, gegen Stambouli, gegen den Pfosten, nochmal gegen den Pfosten. Kurioses Tor, verrücktes Tor, 3:2. Kurze Ratlosigkeit, ob der Treffer zählt. Die Gesten von Schiedsrichter Winkmann sind nicht eindeutig, abseits war es auf keinen Fall.
Und dann geht dieses Billardtor los. Behrens gegen Fährmann, gegen Stambouli. Pfosten 1, Pfosten 2, Tor durch den eingewechselten Zrelak in der 78. Minute. Und Stambouli knallt voll gegen den Pfosten. Das sieht übel aus, aber der rappelt sich dann. Nastasic hilft ihm auf die Beine und es geht weiter. Hier ist lange noch nicht Feierabend. Ein richtiges Spektakel zwischen dem 14. und 15. 5 Tore bislang. Wer hätte das erwartet? Und Schalke kommt nochmal. Caligiuri, immer wieder Caligiuri. Caligiuri vorbei an Leibold. Skripski, sein zweites Tor. 4:2. Zweites Tor im zweiten Bundesligaspiel. Zu 90% geht dieser Treffer auf das Konto von ihm hier. Auf das Konto von Caligiuri. Schalke erzielt 4 Tore in einem Spiel. Das gab es ganz lange nicht mehr. Genau genommen fast exakt vor einem Jahr bei dem legendären 4:4 in Dortmund. Und es sollte noch dicker kommen für die Armen, für die bedauernswerten Nürnberger. Es läuft die Nachspielzeit und Schalke hat Freude dran gefunden, Tore zu schießen. Oczipka, Oczipka mit dem schwächeren rechten Fuß. 5:2. Die Schalker schlagen ihre Nürnberger Freunde sehr deutlich. Ist das der berühmte Befreiungsschlag für Domenico Tedesco und Schalke 04? 7 Tore dargeboten von den bisher schwächsten Offensiven der Bundesliga. 5:2, ein völlig ungewohntes Schalke-Gefühl. Lass Rutemann mit den Stimmen zum Spiel. Wir haben natürlich auch ein bisschen was zugelassen, so ist es nicht. Wir haben trotzdem in der ersten Halbzeit ein paar Kontersituationen zugelassen und da müssen wir trotzdem drüber sprechen. Bei aller Offensive und bei aller Schönheit, dass wir 5 Tore gemacht haben, gehört das trotzdem dazu, weil wenn du sie nicht machst, dann sind 2 Gegentore trotzdem viel. Ne? Das Ergebnis, glaube ich, zu deutlich. Ich glaube, dass unsere Leistung absolut in Ordnung war, dass wir gut drin waren. Ja, leider nicht in Führung gehen und dann direkt 2 dumme Gegentore bekommen. Wenn wir dann am Schluss 5:2 verliert und war bis zur 87., 86. Minute auf Augenhöhe und war auch wieder mal weniger, letztendlich drauf und dran, hier was mitzunehmen. Dann ist es natürlich umso enttäuschender. Nabil, war das ein Geburtstag so ganz nach Ihrem Geschmack? Klar, das war ein schöner Abend für uns und für mich natürlich persönlich. Das Wichtigste sind die 3 Punkte in der Situation, in der wir sind. Jetzt ist das Verletzungspech der Kollegen Uğur Embolo Ihre Chance. Wie sehen Sie Ihre Rolle hier auf Schalke oder Ihre Position aktuell? Ja, ich wusste, dass es nicht einfach werden wird für mich persönlich, aber sofern die Chance da ist, dass ich spielen kann, unabhängig, klar wünscht man niemanden, dass er sich verletzt, aber sofern die Chance da ist, würde ich es so nutzen und für heute hat es ganz gut geklappt. Ja, und 2 Tore sind ja jetzt nicht die schlechteste Werbung in eigener Sache, ne? Ja, also Tore sprechen für einen Stürmer eine gute Sache, aber es gibt beim Spiel immer mehr als nur Tore. Er findet zu jedem den Draht, ist sehr beliebt und weil er einfach ein guter Mensch ist. Er ist sehr zielstrebig, arbeitet viel, gute Mentalität und einen sehr guten Abschluss. Am Mittwoch kann der FC Schalke in der Champions League das Achtelfinale in Porto klarmachen. Es könnte eine gute blaue Woche werden. Nürnberg leckt wieder die Wunden. 7 Gegentore in Dortmund, 6 in Leipzig, 5-4. Aber sie sind immer wieder aufgestanden.